Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir, was aber etwas anders ist. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, dieses Video ist etwas anders, denn dieses Adventskalender-Unboxing ist nicht ein klassischer Adventskalender, den du so im Laden dir jetzt holen kannst oder so, denn das hier ist mein Dankeschön-Video. Denn ich habe tatsächlich mitbekommen, Leute, wir sind so, so, so viele jetzt geworden in meiner total verrückten Welt. Und da habe ich mir gedacht, zur Feier des Tages möchte ich einen komplett selbst zusammengestellten Adventskalender an einen von euch verlosen. Das ist dieses Schätzchen. Ich wurde ja schon das ein oder andere Mal gefragt in meinen Kommentaren. Mensch, Claudi, das und das hat dir nicht so gut gefallen. Und möchtest du nicht vielleicht mal zeigen, was der Adventskalender wäre, der für dich am schönsten wäre? Schwierig, wenn man ihn verlost. Also ich habe in den Adventskalender verschiedene Produkte aus verschiedenen Bereichen auch mit reingepackt. Natürlich hauptsächlich Beauty, denn das hier ist ja ein Beauty-Kanal. Ich habe aber auch ein bisschen Lifestyle-Produkte mit drin. Ich habe ein bisschen Food-Produkte mit drin. Und ich bin sehr gespannt, ob auch dir dieser Adventskalender genauso gefällt wie mir. Ja, also wenn du Bock drauf hast, zu erfahren, was in diesem Adventskalender drin ist und im Prinzip, was du hier gewinnen kannst, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mit YouTube angefangen, das ist schon eine Weile her. Also das war im Sommer 2018. Da hat mir meine Clique bzw. meine Zuckerpuppen, die Mädels aus meiner Clique, immer mal wieder gesagt, Claudi, ey, ne, du schickst uns immer hier bei WhatsApp irgendwelche witzigen Videos, stell die doch mal bei YouTube rein. Da habe ich mir gedacht, es gibt doch niemanden, der den Mist sehen will. Niemand ist so verrückt und guckt mir dabei zu, was ich so treibe, wie ich den Wahnsinn in meiner Welt so habe, was ich hier manchmal für verpeilte Dinge mache. Scheinbar schon, Leute. Das ist echt wahnsinnig schön und es baut mich auf, es gibt mir sehr viel Herzenswärme und dafür möchte ich mich von Herzen bei euch bedanken. Es ist wirklich schön zu sehen, wie sich das alles so entwickelt und ja, wie viele Leute sich dafür interessieren. Das ist, ich finde es echt toll. Danke. Die Verpackung von dem Adventskalender ist die von dem Glossybox Adventskalender von 2018. Ich persönlich fand den wunderschön. Natürlich ist die von diesem Jahr sehr, sehr ähnlich, aber ich finde den Spruch hier so schön drauf. All I want for Christmas. Das ist so herzlich und ne, alles, was du dafür brauchst. Ich liebe diese Verpackung, wirklich. Und es fällt mir schon ein bisschen schwer, ihn wegzutun. du hast hier vorne so ein Schleifchen drauf und das mache ich jetzt mal auf. So ein Seidenschleifchen. Oh. Hier hast du halt wirklich wunderschöne, positive Herzensgeschichten stehen. Happiness, Freude, Love, Liebe und so weiter. Und das finde ich so, so wichtig. Das ist nicht nur für die Weihnachtszeit etwas, was einen erfüllen sollte, sondern eigentlich auch irgendwie überhaupt immer 365 Tage im Jahr. Jo, da steht nichts drin, da ist nur nachher die 24 drin. Und selbstverständlich finde ich Boxen-Adventskalender immer am besten. Und wir starten mal mit der Nummer 1. In der Nummer 1 befindet sich ein Produkt, was ich als erstes Produkt richtig schön finde. Und zwar eine Mini-Lidschattenpalette von Sephora in the Blink of an Eye. Das sind, ja, das ist so ein Trio, sage ich mal, ne? Das sind drei verschiedene Nude-Farben. Und ja, es ist einfach für die 1 schon mal ein schöner Einstieg, oder? Der bringt die Augen zum Strahlen und ich finde die Verpackung schön. Es ist magnetisch hier vom Verschluss her und ich finde es total niedlich und es ist halt auch weihnachtlich vom Design. Hier haben wir die Nummer 2 und da habe ich mir gedacht, wir haben Weihnachtszeit. Es ist gemütlich, du musst mal vielleicht ein bisschen was Warmes auch in dir drin haben. Deswegen habe ich hier reingequetscht, ziemlich reingequetscht, von Tiora ein Black Tea Breakfast Blend and A Hint of New Zealand Manuka Honey. Zum einen, weil ich halt Tee total super finde zur Weihnachtszeit und ich den selber halt extrem viel trinke. Und zum anderen, weil ich Manuka Honig irgendwie mega interessant finde. Und das auch schon in der Reihe. Wer hat das nochmal gemacht? Irgendwer? Fällt mir gerade nicht ein. Hat doch auch mal bei DM so eine Reihe rausgebracht, wo du auch überall so Manuka Honig drin hattest. Wo auch mein Lieblingston davon war. Den es ja nicht mehr gibt. Aber na, das ist jetzt in der 2. Die Nummer 3 ist sehr vollgepackt und echt schwer.
Denn da habe ich ein sehr großes Produkt reingepackt. Auch wieder von Sephora ein Produkt, weil ich Sephora mittlerweile echt lieben gelernt habe. Nicht nur aufgrund der Adventskalender, sondern ich habe dir auch schon mal ein Unboxing von meinem Sephora Haul, ich konnte nicht schlafen, online gestellt. Das ist echt irgendwie, ich mag den Store einfach voll, obwohl ich den hier irgendwie bei mir in der Nähe nirgends finde. Das ist ein Duschgel, Pillow Battle, und Pillow Battle heißt, wie ich gelernt habe, Kissenschlacht, und das fand ich einfach geil und es riecht total super. Es sieht ein bisschen witzig aus von der Verpackung her, aber auch das ist irgendwie so, hat was, ne? Fand ich witzig, fand ich geil, finde ich cool, kommt mit in den Adventskalender und ist jetzt in der 3. Die Nummer 4. Ja, in der Nummer 1 hatte ich dir ja schon ein Augen-Make-up-Produkt reingemacht und hier ist jetzt von Douglas Essentials ein Augen-Make-up-Remover für Gesicht und Augen, und ja, du musst ja auch dein ganzes Kram runterkriegen. Ja, du musst ja auch gepflegt bleiben und deswegen ist es mit drin. Hier haben wir die Nummer 5, den Tag vor Nikolaus. Hier habe ich jetzt etwas auch wieder so ein bisschen für die Pflege, aber ein bisschen mehr in Richtung Haare reingepackt. Und zwar von Wet Brush, ein Mini-Detangler. Den fand ich halt auch vom Design her passend, ne? Du hast hier diese goldenen Sparkles drauf und sowas ist immer schön für die Handtasche. Ja, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, und deswegen, weil ich eben auch die gewisse Vielseitigkeit haben wollte und diese Marke aktuell ja auch irgendwie voll trendy ist, kommt dieser Wet Brush Mini Detangler jetzt auch mit rein. Mit wunderschönen Haaren sind wir nun bei Nikolaus, bei der Nummer 6. Und da habe ich mir etwas Witziges überlegt, und zwar Nikolaus gibt es einfach mal ein paar Socken. Fashion Boutique, das sind halt auch so ganz weiche Socken und halt so klassisch im Weihnachtsdesign. Die fand ich einfach total geil und ich finde, sowas passt einfach bei Nikolaus einfach rein, oder? Ich finde dieses Muster auch so scharf. Ich persönlich trage ständig solche Socken. Heute habe ich eine Strumpfhose an. Ja, ich trage nur diesen schicken Nikolaus-Pulli und eine Strumpfhose. Läuft bei mir, ne? Mein Leben ist großartig und ich habe es voll unter Kontrolle. Hier haben wir die Nummer 7. Ja, und ihr wisst ja, dass mein Lieblingspinselset das Luvia Prime Vegan Pinselset ist. Keins dieser Kläppchen war groß genug, um dieses komplette Pinselset reinzukriegen, aber es gibt eine Mini-Version davon und das kommt hier einfach rein. Ja, das ist die Travel Size Mini Prime Vegan und das fand ich einfach so süß. Es ist total herrlich, ne? Du hast da verschiedene Pinsel mit drin und ja. Dann auch noch einen Pinselhalter, es ist cruelty-free, es ist vegan, das finde ich einfach voll schön. Für Puder, Lidschatten und Highlighter ist das und das finde ich total klasse. Jo, ne? Perfekt zum Verschenken und in Adventskalender reinmachen. Die Nummer 8, ja. Was halt auch in einem Adventskalender nicht fehlen darf, ist eine luxuriöse Creme, irgendwie um das Gesicht schön zu pflegen, um dich wohlfühlen zu können. Und da habe ich diese hier gefunden. Das ist die Royal Luxury Cream Sensational Rich Skincare. Also das ist so ein Tiegel mit 50 Millilitern. Ich kann den hier leider nicht aus der Verpackung rausnehmen, weil es kommt jetzt ja in den Adventskalender rein. Aber der Tiegel, Leute, was ich da auf Amazon gesehen habe, ist wunderschön. Und ich bin ja so ein Verpackungsopfer und ich stehe einfach drauf, wenn ich so in meinen Spiegelschrank reingucke und so wundervolle Verpackung habe, und das hier ist ein wunderschönes Teil. Ja, nicht gerade günstig, muss ich gestehen, aber ne, also wir reden hier von einem Special Adventskalender nur für euch. Also von daher, die ist jetzt hier auch mit drin und ja, die Nummer 9. Ich bin jetzt zur Zeit auf so einem Trip, Leute. Das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Und zwar benutze ich unheimlich gerne Ampullen. Und da habe ich hier eine 7-Tage-Ampullenkur von L'Oreal mit in den Adventskalender reingepackt. Jo, Revita Lift Filler, Hyaluronen-Shot, 7 Tage, 7 Ampullen. Und ja, die sollen toll sein. Ich habe davon bislang nur Gutes gehört. Ist jetzt ab 35, ne? Aber wenn du es nicht selber haben willst, kannst du es vielleicht deiner Mom geben oder so. Aber ich fand die cool und Ampullen ist irgendwie auch immer so, hat irgendwie so was Edles. Das gehört auch irgendwie in den Adventskalender rein, mittlerweile, finde ich. Ich bin verwöhnt, ja. Was musst du überhaupt machen, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen? Naja, eigentlich musst du nur sichtbar sein, also ein Abonnent von meinem Kanal sein, weil das ist jetzt natürlich ein kleines, feines Dankeschön an meine Abonnenten. Dem Video einen Daumen nach oben geben, einen lieben Kommentar schreiben. Du musst da gar nicht irgendwie einen Hashtag oder sonst irgendwas verwenden. Einfach nur einen lieben Kommentar schreiben, denn jeder Kommentar nimmt einmal teil. Bitte nicht 20 Kommentare reinballern, die werden nämlich automatisch dann gespammt. Und ja, einfach sichtbarer Abonnent sein, ne? Das ist unten in der Infobox verlinkt, habe ich ein Video erstellt.
Da kannst du einmal schauen, wie du ein sichtbarer Abonnent wirst. Aber ja, es wird auf jeden Fall jemand gewinnen, den ich auch viel unter meinem Video schon gesehen habe. Genau, die Nummer 10 haben wir hier. Hier habe ich ein Produkt von einer Marke reingepackt, die ich sehr, sehr gerne mag. Also die steht für mich einfach so für diese klassische Pflege, für Entspannung, für Chillness, für ich weiß es nicht. Und das ist von Kneipp, eine Lippenpflege mit Depoteffekt, mit sanftem Duft. Und das ist mit Mandelkandelilla. Ich kann es nicht aussprechen, ich finde es nur witzig. Es ist rosa. Rosa muss in den Adventskalender, weil rosa ist total großartig. Und ja, hautzart und es ist so... Sowas mag ich. Natürliche Pflege, ich finde das Packaging wieder total nice. Also von daher, das muss da auf jeden Fall mit in den Adventskalender. Also da kommen wir alle nicht drum rum. Die Nummer 11. Da ist was drin, Leute. Das beamt dich weg. Und zwar habe ich hier reingepackt eine Highlighter-Palette von Batik. Das ist die Lightbeam-Highlighter-Palette. Ich finde es einfach unheimlich passend. Es ist so weihnachtlich vom Design, finde ich allein schon, weil das so holomäßig ist. Und halt dieses Weiß mit holographischem Effekt. Und das ist ein Highlighter, den man halt auch einfach sieht. Dass man einen Spiegel mit dabei hat, finde ich super wichtig. Dass du die Töne gegebenenfalls, wenn es ganz wild läuft, halt als Lidschatten auch verwenden kannst, finde ich auch schön. Und ja, also für mich persönlich wäre jetzt der Major in der Mitte der Ton überhaupt. Und die beiden wären eher so als Highlight für Inner Corner oder als Blushtopper zum Beispiel. Eine ganz große Nummer. Und ja, Lightbeam fand ich halt auch von der Namensgebung her total passend für einen Adventskalender. Und ja, ne? Das ist nice, das gefällt mir. Kommt mit rein. Die Halbzeit, die Nummer 12. Die Nummer 12 ist ja immer so ein Highlight, sage ich mal auch. Ne? Also für mich ist die 1, die 6, die 12, die 24, das sind immer so Wendepunkte vom Adventskalender irgendwie, finde ich. Ne? Und so ein paar Produkte wollte ich auch gerne so generell mit in den Adventskalender reinmachen, wollte sie aber nicht alleine in ein einzelnes Kläppchen reinmachen. Deswegen habe ich hier in diesem Schächtelchen drei Produkte drin. Das ist einmal eine Mascara und zwar die Sephora The Exceptional Card Mini Mascara. Das ist einfach die Mini Mascara. The Exceptional heißt es, glaube ich. Ne? Genau, ja, die wollte ich auf jeden Fall mit reinmachen, weil da ist auch ein schönes Weihnachtsmuster drauf. Eine Eule finde ich ganz hübsch. Dann klassischer roter Nagellack muss mit rein. Da ist der jetzt von Catrice hier auch mit drin. Und dann habe ich dir einfach, um das Ganze mal so ein bisschen special auch zu machen, von Bella Pierre ein Liquid Shadow Eye Candy in der Farbe Venus mit reingelegt. Das ist dann nochmal ein Lidschatten, womit du halt alles nochmal ein bisschen aufpeppen kannst. So, ja. Hier haben wir die Nummer 13. Das hier ist ehrlich gesagt ein Produkt, was jetzt nicht unbedingt etwas ist, was ich viel verwende, aber ich habe gemerkt, dass ihr das sehr viel verwendet und auch extrem immer wieder gefeiert habt und auch immer wieder schreibt, dass das ein gutes Produkt ist und immer wenn ich irgendwas von, ich wasche mir jeden Tag meine Haare und wie auch immer, schreibt jedes Mal jemand mir drunter, ja, benutzt doch Trockenshampoo. Und da habe ich mir gedacht, komm Leute, jetzt einfach mal so, packe ich hier ein Trockenshampoo rein. Es ist kein Weihnachtsprodukt, weil es ist einfach Floral and Flirty Blush. Also das ist für mich, naja, vielleicht aufgrund der Herzchen, ne? Aber es ist eigentlich eher so ein Sommerprodukt oder ein Frühlingsprodukt. Aber da immer wieder reingeschrieben wird, benutzt doch Trockenshampoo, habe ich dir jetzt eins reingepackt. So, die Nummer 14. Ja, in einen Adventskalender gehören natürlich auch Kabam-Marken. Zu KBM-Marken gehört für mich zum Beispiel auch Benefit. Und da habe ich dir ein Produkt reingepackt, was man einfach auch benutzen kann und gebrauchen kann. Und zwar ist es einfach mal ein Anspitzer. Ja, ne? Das fand ich einfach cool. Das ist ein ganz klassischer Anspitzer, den man immer mal wieder gebrauchen kann. Und ja, gehört einfach mit rein. Zum einen wegen der Marke und zum anderen, weil es einfach praktisch ist. Ich hätte dir jetzt auch einfach so irgendeinen Anspitzer reinpacken können. Aber nein, ich wollte einen von Benefit haben. Die Nummer 15. Ich gehe davon aus, dass jeder die Möglichkeit auf Wasser hat, Zugriff zu Wasser. Das heißt, du kannst dir entweder ein Vollbad machen oder du kannst dir ein Fußbad machen. Und deswegen habe ich dir etwas mit reingepackt für ein Bad. Und zwar ist es ein Badesalz, ich wollte gerade einen Badestern sagen, aber ja, es ist ein Badestern von Sephora. Und das ist einfach weihnachtlich. Sowas gehört in einen Adventskalender, ne? Ja, die Nummer 16. Ich finde, du hast dir mal so ein bisschen eine Verschnaufpause verdient und deswegen habe ich dir einfach mal eine Schoki mit reingelegt. Die Nummer 17. Das hier ist quasi so das Haarkläppchen.
eins der Haarkläppchen. Ich bin ja ein haarverrückter Mensch. Da habe ich dir einmal von Invisibobble diese Klipse mit reingelegt, mit denen du deine Haare zurückstecken kannst. Dann habe ich dir von Balea Schönheitsgeheimnisse eine beruhigende Haarmaske mit Hafermilch mit reingepackt. Und dann habe ich hier noch von Ebelin so 2, 3, 4, 3 solche Haargummis. Die kann man dann auch schön verwenden. Ja, und die sind halt auch schon so ein bisschen weihnachtlich, ne? Mit den Bommels dran. Die Nummer 18. Viele haben das unter meinem Adventskalender-Unboxing zu dem dazugehörigen Adventskalender kommentiert und deswegen ist es jetzt auch in diesen Adventskalender mit reingewandert. Diese Panda-Maske war scheinbar heiß begehrt und die kommt jetzt hier mit in den Adventskalender. Ich habe das bei anderen YouTubern gesehen, die haben tatsächlich auch an dieser Maske gerochen und haben auch gesagt, dass sie einen gewissen Duft hätte. Also sie würde auch so sehr angenehm und sanft riechen, sodass man da auch wirklich schön mit einschlafen könnte und deswegen ist es jetzt hier mit in der 18. Die Nummer 19. Ihr wisst es, ich bin ein Maskenfreak. Deswegen musste ich hier auch eine Maske mit rein. Und da habe ich mich für diese hier entschieden. Das ist eine von Face Love, die Xmas Spices Maske. Das ist eine Tuchmaske und ich finde die einfach super witzig. Das ist Weihnachtsmann. Die kommt jetzt auch mit rein. So. Bei der Nummer 20 hoffe ich, dass ich sie genauso wieder reinkriege, denn das ist gar nicht so einfach. Und zwar verbirgt sich hier ein Super Beauty Sponge von Essence drin, denn du brauchst doch auch ein Schwämmchen, um entsprechend deine Produkte auf dein Gesicht aufzutragen. Und leider ist dieses Männchen nicht auf dem Schwamm selber aufgedruckt. Und ich habe ihn tatsächlich auch selber übrigens, ne? Sondern nur auf der Verpackung. Aber ich fand das so niedlich. Deswegen musste das auch mit rein. Die Nummer 21. Hier haben wir zwei Produkte drin für die Haare. Und zwar ein Shampoo und eine Spülung Hydro Moisture von Basler Premium. Die habe ich mit reingepackt, weil ich das einfach, das soll eine super Marke sein. Basler ist ja auch so eine hauptsächlich, ja, Haarmarke, sage ich mal. Die kommen ja daher und deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, die mit reinzupacken. Das ist vegan, silikonfrei und parabenfrei. Das ist dann auch so ein bisschen was für die Curly Girls unter euch, weil silikonfrei und so, ne? Ja, fand ich ganz nett und deswegen kommt das mit rein. Und ich persönlich finde es immer schön, wenn man ein passendes Shampoo und eine passende Spülung zusammen verwenden kann. Die Nummer 22. Hier habe ich ein Produkt drin, was ich wunderschön finde, was ich unheimlich gerne verwenden würde und verwenden können würde, es aber nicht kann, weil ich zu dusselig dafür bin. Deswegen ist es hier bei dir mit im Adventskalender und zwar False Eyelashes von Douglas und das ist, ja, das sind halt entsprechend künstliche Wimpern, natürliche künstliche Wimpern mit Wimpernkleber und einem durchsichtigen Wimpernbändchen, was ich persönlich auch immer sehr, sehr schön finde und ich glaube, damit kannst du dir echt so einen Kabam-Augenaufschlag machen. Dementsprechend, ne, ist es mit drin, es ist mit einem magnetischen Verschluss und alles sehr, sehr schön und hochwertig, hat mir richtig gut gefallen. Und deswegen darf es hier mit in den Adventskalender mit rein. Die Nummer 23, der Tag vor Heiligabend. Hier habe ich dir etwas mit reingepackt, was du quasi auch für Heiligabend, für Weihnachten, für Silvester, wie auch immer verwenden kannst. Und zwar habe ich hier drei verschiedene Glitzertöne und den dazugehörigen Glitterglue, damit du dir den Glitzer auch befestigen kannst. Ich habe heute tatsächlich auch mal so einen Glitter auf meinen Augen drauf. Also das ist so ein Holo-Glitter, den ich aus einem anderen Adventskalender getestet habe. Und ja, ne? Dann kannst du auch ein bisschen vor dich hin holografieren und glitzern und scheinen. Und das kannst du nicht nur über den Augen machen, sondern halt auch im ganzen Gesicht und überall verteilt auf dem Körper und wie auch immer man das halt machen möchte, ne? Deswegen. Und das hier ist übrigens kein Glitzer, sondern ein Lipgloss, habe ich gerade gesehen. Läuft bei mir. Ja, ne? Läuft. Läuft. Bei der Nummer 24 war ich doch sehr, sehr eingeschränkt vom Platz her. Und ja, das ist nicht ganz so einfach gewesen, zu entscheiden, was man da reinmacht. Aber ich habe da was gefunden. Und zwar ist ja aktuell von Essence sowas auf dem Markt. Das nennt sich Crystal Power. Und das finde ich für Weihnachten so passend. Also dementsprechend ist das mit reingekommen und das sind halt 9 Töne. 8 davon sind wirklich schimmernd und die sind echt so, so schön. Das gefällt mir unheimlich gut. Und ne, die heißen halt auch so geil. Never give up, sparkle all day, good vibes only, reach for the stars, make it happen, love yourself, chase your dreams, I've got the power und believe in miracles. Das fand ich einfach von dieser Aussage her am geilsten. Ich hatte auch an andere Produkte gedacht, die ich da hätte reinpacken können.
habe ich dann doch nicht gemacht. Ich habe dann zusätzlich noch so einen Wunschgutschein jetzt über 15 Euro mit reingepackt, ne? Also falls du vielleicht doch noch irgendwie eine andere Sache haben wolltest. Also ich habe jetzt einfach, um das so zu sagen, drüber nachgedacht, vielleicht sonst eine Zodiac-Palette mit reinzupacken. Fand ich aber auch schon wieder schwierig, weil das halt dann ja auch nach den Sternzeichen ist. Das heißt, ich habe dir hier den 15-Euro-Gutschein reingepackt, eben für eine Zodiac-Palette. Die könntest du dir theoretisch selber kaufen, kannst es aber auch überall anders einlösen. Also das ist für DM, für H&M, für Amazon, für alles Mögliche, ne? Zu Plus, C&A, keine Ahnung. Also das ist auf 500 Online-Shops einlösbar. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, den mache ich da mit rein und dafür dann diese Palette mit dazu. Genau, weil das eigentlich von mir von Herzen käme und das ist dann, falls du dann doch noch irgendwie was wert anderes haben möchtest. Die 24 ist halt immer so eine tricky Geschichte, ne? Es muss immer knallen. So ihr Lieben, das ist jetzt der Adventskalender, wie ich mir den von Herzen vorstelle, wie er einfach wundervoll sein könnte zum Verschenken und halt auch jetzt in diesem Fall zum Verlosen. Ja, ne? Wie gesagt, also den kannst du hier gewinnen, wenn du willst. Schreib mir einfach einen lieben Kommentar und keine Ahnung, wenn du nicht an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtest, dann schreib es einfach rein. Alle anderen, wo es nicht drin steht, da gehe ich einfach mal von aus, dass sie am Gewinnspiel teilnehmen wollen. Und ja, das war's auch schon. Sonst habe ich nichts zu erzählen. Wenn dir das Video gefallen hat und wenn du halt auch am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir einfach mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!